Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Natascha sitzt heute hinter der Kamera. Hey! Hey! Und wir haben euch ja schon gesagt, dass wir ein Question-Answer-Video drehen. Spotter ist auch hier am Start. Und Natascha wird jetzt gleich die Fragen vorlesen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Also solltest du mir auf Instagram noch nicht folgen, unbedingt das machen. Ich werde dir jetzt hier meinen Instagram-Account einblenden. Und Leute, unbedingt hier den Kanal abonnieren, dass wir die 100.000 Abonnenten hier auch voll bekommen. Das wäre so crazy. Und solltet ihr generell noch Fragen haben, könnt ihr sie natürlich auch unter diesem Video stellen, weil dann können wir sie euch dann das nächste Mal einfach auch beantworten. Und ich gebe jetzt halt ab und Natascha darf jetzt halt die erste Frage vorlesen. Perfekte erste Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Wer filmt dich, wenn du dich nicht selber filmst? Genau, das ist Natascha. Ihren Instagram-Account werde ich dir hier auch einblenden. Unter meinem Revolution Race sagt schon Post, habe ich sie auch markiert. Also da könnt ihr auch vorbeischauen. Da findet ihr sie auch. Aber wie gesagt, den Instagram-Account werde ich hier euch einblenden. Und ihr kennt sie sicherlich auch schon hier von ein paar Videos. Zweite Frage. Hast du deinen Hund noch? Also, Familienhund hatten wir den Parson Jack Russell, das war die Frankie. Die haben wir dieses Jahr leider erlösen müssen, die war aber auch schon 17,5 Jahre. Und den anderen Hund, den ihr öfters gesehen habt, das war der Simba, das war der Chow Chow und dem gehört mein Ex-Partner. Sehr gut. Willst du noch ein Pferd kaufen? Also wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne natürlich ein Pferd kaufen, aber es wird ja alles teurer gefühlt. Ich glaube, das merken sicherlich auch ganz viele. Fängt ja auch schon beim Einkaufen an oder nicht, sagen wir nicht einkaufen, sondern generell bleiben wir beim Pferd. Fängt ja auch schon beim Tierarzt an. Ich meine, klar, die Tierärzte müssen verdienen, aber ich könnte mir zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich zu euch, fängt mit der Stallmiete an. Das wären dann über 1000 Euro, die ich zahlen müsste. Dann das Doppelte an Impfungen und wenn das Pferd krank ist, also man muss immer mal zwei rechnen. Ich persönlich könnte mir so den Standard, wie es hier jetzt steht, das Pferd nicht leisten, bin ich ganz ehrlich zu euch, aber ich hätte natürlich gern ein zweites Pferd, aber ist halt einfach nicht drin. Okay, kannst du mal ein Meet and Greet machen? Müsste ich mal mit Natascha irgendwas Lustiges planen, zum Beispiel bei Crema oder so oder bei Löster, wäre eigentlich mal richtig cool. Ansonsten habe ich ja immer so Meet and Greets auf Messen, wir waren auf der Pferd International, wir waren auf der Equitana und wenn ihr irgendeine coole Messe kennt, könnt ihr sie gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Warst du eigentlich schon mal auf Hannover? Auf der Pferd und Jagd? Ja. Ja, war ich schon einmal. Aber? Ist so, ja, weiß ich nicht. Ich war, meine Zuhause-Standardmesse ist ja immer Hansepferd, also ja, in Hamburg gewesen. Aber gibt's nicht mehr, ne? Nee, gibt's halt nicht Hansepferd mehr. Hansepferd gibt's nicht und mehr. Und da ist das nächste dran halt Pferd und Jagd, aber da ist halt auch viel Jagd. Also Jagd. Es ist nicht nur Pferd und nicht so groß wie so Standard-Pferdemessen. Ich finde, dann lohnt sich's nicht so richtig. Okay. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr auch auf der Pferd und Jagd wart und welche Messe ihr zum Beispiel uns noch empfehlen würdet. Vielleicht habt ihr irgendeine Messe. Ah, stopp! Pferd Bodensee, die ist geil gewesen. Und da bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Die findet ja nächstes Jahr wieder statt. Und Pferd Equitana findet nächstes Jahr nicht in Essen statt, dafür 2025. Da habe ich die Pressemitteilung schon bekommen. Die findet 2025 statt. Und da packe ich die Natascha das nächste Mal auf jeden Fall ein. Und da muss sie mitgeschliffen werden. Dann sind wir da natürlich da auf Ort. Könntest du mal wieder ein FMA-Video drehen? Ja, das machen wir. Und zwar gleich morgen. Also nein, Schmarrn, ihr seht ja das Video wann anders, aber Natascha und ich wollen ausreiten gehen und da probiere ich die Kamera mitzunehmen und dann können wir da ein Follow-Me-Around-Video drehen. Sehr gut. Welche Farbe findest du, steht Fauni am besten? Also ich würde schon sagen, Pink, Lila und Blau, also so knallige Farben. Ich glaube, so gelb oder so würde untergehen. Ich bin auch kein Gelb-Fan, aber wenn ich mich jetzt auf eine Farbe spezialisieren würde, ich glaube pink. Ja, pink. Wie lange hast du Fauni schon? Im Februar wären es 8 Jahre. Okay, jetzt ein paar Fragen zu Fauni einfach. Ja. Möchtest du mal einen Fohlen von Fauni? Nein. Soll ich das Fauni Geburtstag? Am 29. Mai. Okay. 2009. Hier schreibt jemand, ich bin froh, dass wieder Videos kommen. Hab sie vermisst. Oh, das ist ja süß. Wie lange brauchst du immer im Stall? Also, Fauni fertig zu machen und so, oder was? Ja. Also ich glaube schon, dass ich so 2 bis 3 Stunden am Stall bin.
wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit Natascha jetzt halt hier abhänge, können das schon auch 4-5 Stunden sein, ja, weil manchmal ist es auch so, ich mache die Fauni, war zum Beispiel ausreiten, komme nach 3 Stunden wieder und dann kommt Natascha und dann bleibe ich halt auch noch ein bisschen. Also kommt immer drauf an, wer hier ist und ja. Okay, was passiert mit Fauni, wenn sie nicht mehr reitbar ist? Die bleibt für immer hier stehen. Für immer. Ja, okay. Also kein Schlachter oder keine Ahnung was, sie kommt nicht. Wisst ihr, wie ich meine, Fauni liebt diese Haltung einfach und ich möchte ihr das einfach, diese Haltung möchte ich ihr so lange ermöglichen, wie es geht. Genau. Wodurch ist Faunis Lahmheit besser geworden? Hast du Empfehlungen? Also Natascha war ja mit mir in der Klinik mit der Fauni. Das war im Dezember, Anfang Dezember waren wir in der Klinik, weil wir da abgespritzt haben und haben dann die Stelle gefunden, wo sie Schmerzen hat, wo halt die Arthrose ist. Das ist das linke Sprunggelenk und da haben wir dann auch Hyaluron, danke, mir jetzt gerade das Wort nicht eingefallen, da haben wir dann Hyaluronsäure reingespritzt. Und dadurch ist es natürlich auch besser geworden. Wir haben uns deshalb nicht für Cortison entschieden, weil Fauni natürlich zu dem Zeitpunkt auch richtig dick war. Und wir waren ja, ich glaube, 2 Monate in der Box gestanden, weil wir eine Huflederhautentzündung hatten beidseitig. Und dann 2 Wochen später war dann Dezember und wir hatten dann diese Lahmheit hinten. Es war zermürbend. Aber ich würde sagen, definitiv die Hyaluronsäure, die wir gespritzt haben. Und ich schwöre ja auf Zusatzmittel wie Teufelskralle, MSM, sowas. Also da bin ich schon dabei, dass ich das auch zufüttere. Das ist unterstützend, Leute. Ne? Das ist jetzt nicht so, wenn man das füttert, ist die Arthrose weg, die hat man. Also man kann das nur eben unterstützend dazugeben. Was machst du beruflich und wie kannst du es mit dem Pferd zeitlich so gut vereinbaren? Also beruflich bin ich selbstständig im Marketingbereich, auch hier zum Beispiel mit meinen Social-Media-Kanälen. Ich betreue aber auch Firmen und deren Social-Media-Kanälen. Und wie ich das zeitlich vereinbaren kann, ist es einfach so, dass ich mir selber die Zeit einteilen kann und deshalb kann ich entscheiden, wann ich arbeite. Ich arbeite zum Beispiel auch manchmal 11 Uhr oder so. Deshalb kann ich es mir so einteilen. Wieso hast du keine anderen Haustiere? Schließt vielleicht ein bisschen an die Frage an, die wir vorhin schon hatten. Genau, richtig. Mit dem Hund meinst du? Ja. Aber gut, ich hätte auch gerne wieder einen Hund, ne? Aber es ist halt zeitaufwendig. Dann bin ich da wieder, dann fahre ich zu meiner Freundin, zu Silvia. Dann wo kommt da der Hund hin? Es ist, meine Familie kann ich auch meinen Hund nicht mehr geben. Es ist einfach nicht machbar bei mir. Okay. Da muss man pro Tier denken. Ich hätte gern so viele Tiere, aber es geht halt einfach nicht und man muss den Tieren gerecht werden. Ja, jetzt sind hier ein paar Fragen über so andere Influencer, vielleicht ein bisschen spicy. Mhm. Was denkst du über die Influencer, die einen eigenen Stall haben? Boah, finde ich geil, aber ich denke mir krass viel Arbeit, aber schaue ich natürlich schon gerne an, weil ich immer sehen will, so was geht da? Was ist da am Hof los, was geht da? Ja, finde ich schon geil, muss ich schon sagen. Ich kann es nicht, ich habe die finanziellen Mittel nicht und ich habe auch keine Eltern, die irgendwie schon einen Hof haben oder so, wo man dann sagt, okay, das Kind übernimmt das, aber finde ich schon immer sehr interessant. Okay, nächste Influencer-Frage. Welche Influencer magst du besonders gerne? Also Lisa mag ich sehr gerne, My Horse Diary Official, Patrick Heckel, den finde ich auch unglaublich toll, den liebe ich einfach und Josef finde ich auch super sympathisch von Jossel. Und Kathi von Kathis Daily Life. Und natürlich, the one and only, die kann man nicht vergessen, Vicky von Hotzenklotz. Natascha kennt sie auch, eh klar. Damit ist auch die Frage so ein bisschen beantwortet, was sind deine Lieblings-Insta-Accounts? Ja. Aber vielleicht kannst du noch so ein paar Insta-Accounts sagen, die nicht fertig sind. Hast du da Lieblings-Accounts? Die nicht fertig sind. Boah, jetzt lass mich mal überlegen. Ich habe richtig viele, die nicht fertig sind. Also ich schaue super viele Tennis-Accounts an, weil ich halt super gerne Tennis auch spiele. Aber wen suchte? Also suchten kann ich jetzt eh nicht mehr sagen, weil ich einfach die Zeit nicht dafür habe. Aber Farina von Nova Lana Love habe ich sehr viel angeschaut, so im Fashion-Bereich. Ich könnte das jetzt gar nicht auswendig sagen, wenn ich jetzt gucke. Monte liebe ich. Oh mein Gott, ich würde alles geben, um ihn endlich mal kennenzulernen. Ich finde ihn ja unglaublich heiß.
Also Monte, falls du das sehen willst, komm zu mir. Also den würde ich echt gerne mal, ja, Montana Black würde ich unglaublich gerne mal, hallo, kannst ruhig reinkommen, mach, komm rein. Montana Black würde ich gerne sehr, sehr gerne mal kennenlernen, ja. Und den schaue ich schon, also den suchte ich schon. Okay. Wieso kommen bei dir nicht jede Woche andere Influencer zu Besuch? Oh Gott. Das ist eine spicy Frage. Ich sehe das so, ich stehe nicht zu diesem Reichweitentourismus, kann man ja so sagen, wenn ich jetzt so offen und ehrlich bin. Ich bin ja offen und ehrlich zu euch. Von daher, dieses Reichweitentourismus, wie du auch die sag nochmal, wie hast du die Frage formuliert, wieso nicht jede Woche? Das ist halt eh so krass. Also wenn ich so die ganzen Kollegen, sage ich jetzt mal, anschaue, wo die überall hinreisen, bei wem die sind oder bei welchen Influencer der oder derjenige ist, das ist halt einfach nicht meins. Ne? Ich habe so meine Leute, meine Kollegen, sage ich jetzt mal, die ich so unglaublich gern habe, wo ich auch wöchentlich hinfahren würde. Aber ich bin da nicht in dieser Materie drin. Ich fahre nicht nur zu einer Person, auch wenn ich sie nicht mag, um da Reichweite abzugreifen. So bin ich nicht, mache ich nicht. Und so ganz drastisch zu sagen, oder? Also das ist halt dieses Reichweitentourismus, was mir halt nicht liegt. Und da bin ich raus. Okay. Vielleicht ein bisschen spicy. Ich glaube, die wollen hier ein bisschen Namen hören. Welchen Influencer findest du fake? das ist krass. Welchen ich fake finde? Ja. Ja. Wie kann man das? Also, ich denke mal, ganz ehrlich, wisst ihr ja eh, dass Social Media eigentlich fast nichts echt ist. Ne? Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Und ich hoffe, das nehmt ihr euch jetzt halt auch zu Herzen und seid nicht sauer, dass ich das sage. Aber Instagram ist so viel Fake. Und jeder probiert natürlich so real wie möglich zu sein. Wie kann ich das jetzt am besten erklären? Aber man muss halt einfach aufpassen. Ich möchte da jetzt auch niemanden irgendwie schlecht reden. Das macht man auch nicht. Aber ja, man kann schon hier auf Social Media leider sehr viel faken. Das ist leider wirklich so. Okay, nächste Frage. Mhm. Was sagst du dazu, dass jetzt alle gefühlt ein neues Pferd haben oder neue Pferde kaufen? Das ist auch eine ganz tolle Frage. Also ich freue mich für diejenigen, die das machen können, die finanziellen Mittel haben. Gönnt euch, macht so viele Pferde, wie ihr wollt, weil ich finde, Neid ist was ganz, ganz, ganz was Schlimmes. Also nehmt euch so viele Pferde, wie ihr wollt. Ich finde nur diesen Trend, ich kaufe mir das 10., das 12., das 14. Pferd. Diesen Trend finde ich eher schlimm, aber das ist auch eine andere Einstellung. Bei mir ist einfach mein Pferd ein Familienmitglied, wird nicht ausgetauscht, bleibt für immer. Und ich finde es immer sehr lustig, mittlerweile auf Instagram das zu sehen, wenn jemand schreibt, ich habe News, weil diese News sind ja eigentlich nur noch, ich habe ein Pferd gekauft und für mich sind es aber keine News mehr, weil du halt das 10. Pferd so gefühlt kaufst. Also das ist halt so ein bisschen so komisch und ich mag diese Aussortiererei nicht. Und man muss sich überlegen, Leute, was ist, wenn Social Media vorbei ist? Hast du dann deine 10 Pferde noch oder verkaufst du dann alle, weil du ja das nicht mehr zeigen kannst? Weißt du, wie ich meine? Das ist halt auch so krass. Verkaufst du sie dann? Oder was passiert hinter den Kulissen? Also das ist halt immer so, wo ich sage, so what the fuck? Kaufst du nur das 10. XY-Pferd wegen jetzt Social Media, damit du wieder mehr zeigen kannst? Aber wie siehst du das, Natascha? Ja, voll schwierig. Also ich glaube, dass solange Leute sich das leisten können und die Zeit dafür haben, dass immer okay ist, mehrere Pferde auch zu haben und so. Und ich verstehe auch den Wunsch, wo das herkommt, wenn man zum Beispiel ein junges Pferd hat, dass man gerne noch ein älteres hätte, mit dem man vielleicht schon in höheren Klassen Turnier starten kann oder von dem man selber noch mehr lernen kann. Ja. Was ich aber halt super schwierig finde, ist, ja, mein eines Pferd kommt nicht so gut an, weil das ist nur irgend so ein Öckelpony oder so. Ja. Ich brauche jetzt unbedingt noch einen warmen Hut. Ja. Oder jeder kauft sich das 500. Fohlen. Also, ja. Weiß nicht, ich habe ja auch ein bisschen so Pferde-Background so fachlich gesehen und ich finde es halt immer super schwierig, dass Leute sich Fohlen oder Jungpferde kaufen, die eigentlich keine Ahnung davon haben, nur um zu sagen, hey yo, ich habe ein selbst ausgebildetes Pferd und guck mal, habe ich alles alleine gemacht. Ja, ist auch nicht erstrebenswert. Also ich habe übrigens noch einen Account, den wir feiern. Also wir beide, glaube ich. Und zwar Sophie. Sophie hat auch unglaublich viele Pferde. Das hat jetzt nichts damit zu tun mit Pferde kaufen oder so. Aber sie ist einfach ehrlich. Sie haut einfach raus. Also das nochmal zum Thema, mit welchen Accounts ich gerne folge.
sie haut einfach raus und dafür feiere ich sie einfach, ne? Die ist auch so eine Person, wenn die XY nicht mag, dann macht sie auch nicht was mit dieser Person und dafür feiere ich einfach Sophie Niert. Ich glaube, dass viele sie nicht mögen, aber auch sau viele sie mögen, weil sie einfach so eine ehrliche Haut ist und solche Leute feiere ich einfach. Die ist halt ehrlich krass, sind. Dass sie einfach 10 Pferde hat. Ist krass. Aber sie, also ist krass. Ich finde, sie geht total ehrlich damit um, warum Voll. Sie welches Pferd hat. Voll. Und sie sagt auch, Pferde, also das Pferd verkaufe ich, weil ich komme mit dem Sport nicht weiter und so. Und ich finde es aber auch okay, wenn Leute sagen, ja, ich verkaufe jetzt Pferd XY, ja. weil es passt einfach nicht in mein Leben, es hat das irgendwo besser ja. oder so. Ich finde, man muss sich auch von diesen Gedanken verabschieden. Hat sie auch mit Celine und so gemacht, ja, ne? Ja, also Pferde top. Verkaufen, was Schlimmes ist und sie postet immer mal wieder was von Celine ja. und sagt, wow, ja. die ist total find ich geil, und ja. neuen von mir finde ich total cool. Ja. 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 Jetzt nochmal ein bisschen andere Frage. Hier ist noch die Frage gekommen, wie ist das Verhältnis zu deinem Papa? Mein Verhältnis zu meinem Papa ist enorm. Könnte ich schon wieder anfangen zu weinen, ich probiere es nicht, aber ich liebe meinen Papa über alles. Ja, das ist sehr, sehr gut. Super. Ja. Ja, das waren tatsächlich, glaube ich, hier alle Fragen für heute. Mhm. Sehr schön. Hier waren noch ein paar Fragen, warum kommen regelmäßig keine Videos mehr oder wann kommt das nächste Video? Das probieren wir jetzt in Angriff zu nehmen, eben jetzt auch mit mehreren Videos. Ich hatte einfach eine schwierige Zeit, zwecks Trennung und zwecks Verlust in der Familie. Und ja, da hatte ich dann ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt keine Lust mehr Videos zu drehen, weil ich überhaupt keinen Bock mehr hatte, vor die Kamera mich zu stellen. Aber Leute, man muss irgendwie weitermachen. Und deshalb, Natascha hilft mir da auch extrem. Muss man auch jetzt mal ein fettes Danke an sie raushauen. Und unterstützt mich da extrem, ja, genau. Und deshalb probieren wir jetzt halt hier wieder das anzugreifen. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die ehrlichen Worte von uns haben euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Magst du auch Tschüss sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.